meine Lieben, herzlich willkommen. Wieder mal zweite Liga, wieder mal Let's Coop, 14. Spieltag mittlerweile. Es ist ein stärker Gegner heute bei uns, nämlich die Hamburger vom FC St. Pauli, Tabellenvierter. Muss man nichts zu sagen, die sind ungefähr fast 60 Punkte stärker als wir. Bei uns fehlt immer noch der beste Stürmer. Erste Möglichkeit, die Vertretung von Papadopoulos, nämlich Albrecht, ist ein bisschen schneller als sein Kontrahent, spitzelt die Kugel vors Tor. Aber Schachten kann das Ding zur Ecke klären. Mal gucken. Na, kommt aber nichts mehr rum bei der Ecke. Wieder Albrecht. Aber Moa kann das Ding hier bereinigen. Und ich kann euch mal sagen, weiter so. Das sah ja jetzt nicht schlecht aus. Die ersten 5 Minuten waren ganz klar auf unserer Seite. Und die Gegner mal angucken. Die spielen mit Lennarty, einem alten Bekannten natürlich. Der hat in der letzten Saison für uns gewirbelt. War natürlich dann maßgeblich am Aufstieg beteiligt. Da müssen wir heute aufpassen. Die haben eine ganz, ganz starke Mannschaft. Auch hier der Torben Marx, den sie geholt haben von Gladbach, nehme ich mal an. Czauner, auch ein klasse Torwart. Das wird nicht einfach. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen, dass es hier wirklich ein Kratzen und Beißen geben müsste, um hier zu bestehen. Ich bin nicht so wahnsinnig sicher, ob meine Mannschaft das mitmachen kann. Möglichkeit eben über Torben Marx. Schlägt den Ball aus dem Halbfeld in den Strafraum. Kommt ein bisschen zu weit, aber Marx, Schnier und Stafilidis sichern das Ding ab. Ball im Aus. Damit gibt's Abstoß. Nächste Chance für uns. 20 Minuten vorbei. Konzentration mal an die Jungs. Es war wieder Stafilidis beteiligt. Aber Philipp Czauner ist hier im Bilde und hat den Ball. Jetzt kommt wieder St. Pauli. War eine Ecke. Die erste für die Hamburger. Torben Marx. Aber Jan Zimmermann hat den Ball. Ja, der ist ein bisschen im Moment in der schlechten Phase. Nachdem er wirklich die ersten Spieltage so toll war und so toll gehalten hat und wirklich unser bester Mann war, kann man wirklich ohne Übertreibung sagen. Dann hat er sich ein paar Patzer erlaubt und war nicht mehr der sichere Rückhalt, den wir brauchen. Und dann hast du es gemerkt, dann haben wir auf einmal verloren. Und dann geht's nach unten. Jetzt im Moment sind wir noch Neunter, das sieht nur alles sehr komfortabel aus. Ich muss mal gerade in die Taktik gehen und bei Klockner die Tacklings mal ein bisschen nach hinten setzen. Nicht ganz nach hinten, aber wenigstens relativ weit hinten, um halt hoffentlich die zweite gelbe Karte zu, um die Gefahr zu minimieren, dass wir hier wieder mit 10 Mann spielen müssen. Ja, ich denke mal, das Spiel ist verflacht, genau wie es hier auch steht. Ich bin damit nicht unglücklich, dass wir hier jetzt mal mit 0-0 in die Halbzeit gehen. Wäre natürlich schön gewesen, ein bisschen Action zu haben, aber Glockner mit einer 5, ich denke mal, da muss ich reagieren. Kommt dann Rudi Hübner in der zweiten Halbzeit. Gelbe Karte und eine Note 5, also das sind dann schon zwei Argumente zu viel. Ich würde sagen, alles läuft nach Plan, habe vorher im Spiel gesagt, wir werden ihnen den Spaß am Fußball nehmen. Scheint auch so zu kommen, im Moment jedenfalls. Loben natürlich mal Beisel, der war klasse. Geier nicht so arg. Latza, Fitzturm und natürlich Elton da Costa motivieren. Ja, wenn der Motor stockt, dann ist nicht gut Kirschen essen, würde ich mal behaupten. Ich würde sagen, Elton da Costa kann uns ja auch mal massieren lassen. Ja, so gehen wir in die zweite Halbzeit. Ist natürlich jetzt eher schlecht, dass der Rudi Hübner keine Zeit zum Warmmachen hatte. Aber ich denke mal, das wird er auch so schaffen. Hoffe ich zumindest. Verletzte haben wir genug. Hatten wir genug. Adam Strait, ihr seht, er sitzt auf der Bank. Er ist gerade eben zurückgekommen und er war noch angeschlagen. Ich habe ihn erstmal auf die Bank gesetzt. Und ist aber von der Form auch nicht so optimal gewesen. Der Christian Beisel, der ja auch heute 0-2 bekommt. Der war toll in Form. Jetzt St. Pauli. Gute Chance. Schachten. Ball wird erst von Marc Schnier per Kopf abgewehrt. Aber Schindler per Dropkick. Aber Salik steht da im Weg. Und Gott sei Dank fälscht er das Ding neben das Tor ab. St. Pauli jetzt wieder. Aber kein Tor. Flanke von Bartels. Aber wieder ist Salik. Ja, eher negativ aufgefallen, würde ich behaupten. Jan Zimmermann muss den Ball einfach nur aufnehmen. Konzentration nochmal. Es war jetzt ein bisschen zu viel St. Pauli hier für meinen Geschmack nach der Halbzeit. Wieder die Hamburger. Gute Möglichkeit. War anscheinend abseits. Fabian Boll mit einem schönen Pass auf Mahir Salik. Der dreht sich, wird abgepfiffen. Ja, genau. Fahne oben. Denn es sieht eigentlich ganz ordentlich aus, würde ich mal behaupten, was hinten in der Abwehr passiert. Nach vorne stockt es doch arg. Ich kann jetzt mal, ich glaube, Adam Strait noch reinwerfen für Thomas Geier, der heute nicht so einen guten Tag zu haben scheint, weil er wird von seinem Nebenmann da doch in den Schatten gestellt, der eine Note 2 bekommt. Ja, knappe halbe Stunde noch für den Mann, für den Kanadier, sich hier wieder ans Tempo zu gewöhnen nach der Verletzung.
Sagen wir, die sollen ruhig spielen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt echt darauf konzentrieren, dass wir hier das Ding hier ohne ein Gegentor zu Ende bringen. Da haben wir Minimum einen Punkt. Und gegen St. Pauli gegen den Tabellenvierten wäre das schon ein Top-Erfolg. Aber es scheint so, als wollten die doch mehr. Sollen wir pressen jetzt ein bisschen mehr. Es kann nicht sein, dass wir hier so nach hinten gedrückt werden. Auch abwehrmäßig gehen wir ein bisschen mehr vor. Auswechslung jetzt auch auf St. Pauli-Seite. Michael Blechschmidt in die Partie für Mohr auf der Innenverteidigerposition. Wir können ja auch noch einmal wechseln. Ich bin mir nur nicht sicher, wo. Oliver Fink für Torben Marx. Ex-Düsseldorfer für Ex-Gladbacher. Ja, ist schon so ein bisschen Prominenz, was St. Pauli hier in den Reihen hat. Nochmal Möglichkeit für uns nach ewig langer Zeit. Lapsus von Oliver Fink, dem eben erst eingewechselten, der Elton da Costa ins Spiel bringt. Der erfahrene Routinier aus 16 Metern knapp vorbei. Schade, schade. Ich würde sagen, weiter so. Wieder St. Pauli. Jetzt wird's gefährlich. Ja, da ist es. Es war nicht nur eine Frage der Zeit, muss ich ehrlich sagen. Mahir Salik. Hohe Flanke von Lennarty. Mahir Salik beweist in der Mitte seine Luftherrschaft, nutzt und netzt das Leder mit dem herrlichen Kopfball zum 1-0 ein. Ja, es fehlt eindeutig vorne der Papadopoulos. Es ist ganz klar zu sehen. Also wir sind ja wirklich so harmlos wie eine Schildkröte, würde ich mal fast behaupten. Also Albrecht, ich glaube nicht, dass der wirklich das Niveau für die zweite Liga hat. Ich bezweifle es wirklich. Sag mal, voller Angriff. Marius Eppers, der Allstar für Salik, den Torschützen jetzt. 5 Minuten haben wir ungefähr noch. Wenn wir die Abstöße können wir jetzt auch mal klangkloppen. Wir wechseln jetzt nochmal Albayrak für den ganz schwachen Albrecht. Obwohl, der stecht nicht so raus mit seiner 4, aber es ist einfach so vom Gefühl her. Also da kommt gar nichts vor, ne? St. Pauli mit einer Ecke. Nachdem Marc Schnier retten konnte, ja, 2-0. Standesgemäß jetzt. Da brechen wir dann doch zusammen. Lennarty, letzte Saison hat er noch für uns getroffen, jetzt für seinen Stammverein. Es war eine Ecke. Adam Strait konnte da erst noch klären. Aber vor die Füße von T. Und was der macht, wenn er vor dem Kasten den Ball bekommt, das wissen wir ja. Jetzt haben wir innerhalb von 6 Minuten 2 Gegentore kassiert. Genau das, was ich nicht wollte, aber der Gegner ist 50, 55 Punkte stärker. Da nützt auch der Heimvorteil nichts. Vor allem die Erfahrung natürlich. Wir sind in der zweiten Liga natürlich absolute Neulinge. Jetzt haben wir vielleicht nochmal eine Chance, hier noch was zu machen. Immerhin nochmal eine Ecke nach Hübner-Schuss. Fink fecht ab. Schauen wir mal. Kommt nichts mehr raus. Auf den kurzen Pfosten. Schauner fliegt da heran, prallt gegen den Pfosten. Der Ball wird dann geklärt von Fink. Ja, harmlos. Das ist, denke ich mal, das passende Stichwort. Einfach wie ein zahnloser Tiger. Auch Albayrak, guckt euch das an. Also es ist einfach ein schlechter Witz, mit einer 58 in der zweiten Liga zu spielen. Also da musst du dich überhaupt nicht wundern, wenn du hier verlierst, obwohl es wirklich 80 Minuten knapp nicht so aussah. Und da habe ich echt noch gedacht, wir könnten das hier vielleicht reißen, aber vielleicht wenigstens einen Punkt mitnehmen, aber es war nicht der Fall. Wir gehen in den Nachbericht. Bis gleich, Leute. So, da sind wir schon. Wir haben anscheinend keinen anständigen Fußball gespielt. Zumindest haben wir denen nicht den Spaß daran genommen. Teamansprachen schwer geschlagen. Beisel, bester Mann am Platz, Note 1,0. Tja, das nützt dir nichts, wenn du dann 80 Minuten gut spielst und dann noch 2 Gegentore bekommst. Wir sehen es hier. Da gibt es keine Punkte für. Eine Chance im ganzen Spiel, 41% Ballbesitz, das ist einfach nichts. Und ich habe es schon gesagt, vorne sind wir einfach wirklich nicht gefährlicher als ein verrotztes Taschentuch. Muss man wirklich so hart sagen. Rutschen ein bisschen runter auf Platz 11. Zum Gott sei Dank haben hinten alle verloren. Beziehungsweise unentschieden gespielt und keiner gewonnen. Also das hilft uns natürlich dann. 17 Punkte, es bleibt dabei. Das ist die 4. Niederlage in Folge gewesen. Und mal gucken, das fing glaube ich am 11. Spieltag an. Da haben wir in Ingolstadt verloren, nachdem wir vorher gegen Sandhausen gewonnen hatten. Genau. Das waren eigentlich immer nur knappe Niederlagen. Höchstens 2 Tore Unterschied. Das war heute, sonst immer nur 1. Also es ist nicht so, dass wir chancenlos sind, aber es kommt einfach nichts. Es ist der Papadopoulos verletzt und vorne schießen wir keine Tore. Das ist bezeichnend. Das hier können wir mal getrost mal wegklicken. Ja, der Beisel, der schafft es hier noch rein in die Elf des Tages, aber das hilft uns auch nichts. Wie gesagt, gibt keine Punkte. Tomasz Peckert mit 2 Toren für Nürnberg. Die Teamleistung, ja, da sind wir ganz weit unten wieder. 3,64 in der Durchschnittsnote. Bei den besten Spielern immer noch Zimmermann vorne. Aber der lässt jetzt auch hier dermaßen federn. Ihr seht es ja, er hatte eine 2,2 noch was von ein paar Spielen noch und jetzt hat er 2,5. Ist nicht schlecht alles, aber
Es geht wie der Rest der Mannschaft natürlich nach unten. Papadopoulos, 9 Tore gemacht. Mal gucken, wo der nächste von uns kommt. Gut, da kannst du ewig klicken. 2 Tore von Albrecht. Ja, da liegt der Hund begraben, ganz einfach. So, siebtfährste Mannschaftszimmer. Und dann wollen wir mal nochmal gucken. Kaiserslautern vor Düsseldorf. Ja, Nürnberg kommt wieder ein bisschen. Platz 6. Ist noch alles drin, würde ich sagen. Und ja, wir gehen jetzt in die Woche. Und dann bereiten wir uns ganz locker und flockig vor auf das wichtige Spiel. Ich habe es schon angekündigt, gegen Arminia Bielefeld. In Bielefeld, die Tabellenletzten. Und wenn du da nicht gewinnst, ich denke mal, das wäre dann schon ja, eine dicke Chance, die da verschenkt würde. Wir gucken uns das an. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Bis gleich. Meine Lieben, es wird ernst. Es ist quasi das Aufsteigerduell. Bielefeld im Moment Tabellen-18. gegen uns. Wir sind jetzt auf den 11. abgerutscht vorhin. Nach der Niederlage gegen St. Pauli. Ja, gegen Bielefeld muss einfach was her, aber die kommen sofort mit einer dicken Möglichkeit. Mann, 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 3 Minuten gespielt. Gutes Passspiel von Bielefeld. Über 4 Stationen läuft die Kugel direkt gespielt. Durchs Mittelfeld. Zakuani wird dann letztlich von Fitztum, der hat bedrängt, dass er den Ball verliert. Schimmel schießt Akipov an und holt einen Eckball raus. Aber Ecken, das ist auch wieder die ganzen Standardsituationen, die sind alles sowas von ungefährlich. Immerhin ist heute unser Top-Stürmer wieder dabei, der junge 18-jährige Papadopoulos natürlich. Mit 9 Toren, bester Mann bei uns, bester Torschütze mit Abstand. Der ist heute wieder drin. Albrecht auf der Bank. Das Taschentuch, wie ich ihn genannt habe. Ein bisschen despektierlich, aber ihr wisst, was ich, wie es gemeint war. Pfostenschuss jetzt von Bielefeld. Konzentration, hier müssen wir aufpassen. Wir dürfen hier nicht verlieren. Zakuani. Flanke von Testroth. Passiert, 3 Darmstädter Verteidiger am zweiten Pfosten. Ist eben Zakuani. Nimmt den Ball nicht lange an, sondern schießt sofort. Ja, das Ding klatscht hier an den Pfosten. Haben wir Glück? David Solga meint hier ein bisschen Meinungsaustausch betreiben zu müssen mit dem Unparteiischen, holt sich hier die Gelbe ab. Ganz früh schon, das ist der defensive Mittelfeldspieler. Vielleicht kann man ein bisschen mehr über die Seite kommen. Ich will mir das mal gerade in der Taktik angucken, wo der steht. Ach, das ist der Einzige, alles klar. Dann können wir auch ruhig mal durch die Mitte spielen. Dass wir den da vielleicht mal ein bisschen in Bedrängnis bringen. Man muss ja mit allen Wassern gewaschen sein. Das Zweitliga ist kein Kindergeburtstag, ihr habt es ja wahrscheinlich schon gemerkt. Gute Chance für uns. Jawohl, ja! Lass mich raten, wer? Natürlich, klar. Papadopoulos, unsere Torgefahr. Wirklich, also wenn er nicht spielt, dann können wir uns eigentlich fast einsargen lassen. Da müssen wir gar nicht antreten. Hohe Flanke von Stafilidis. Papadopoulos beweist in der Mitte seine Luftherrschaft. Netzt das Leder mit einem herrlichen Kopfball zum 0-1 sein. Ja, super. Dreht den Ball nach vorne. Was wollen die zurufen? Geh vorbei. Ich denke mal, das kann er. An Salga. Nee, Stefan Salga ist sogar schneller. Hätte ich nicht gedacht. Also Papadopoulos ist doch normalerweise flink wie eine Gazelle. Hätte er vielleicht abspielen sollen. War ein Fehler von mir. Stafilidis jetzt mit einer gelben. Ja, das ist klar. Also das ist natürlich ein heftiges Spiel. Ein ruppiges Spiel wahrscheinlich auch. Und klar, hier geht es um alles. Wollen natürlich beide nicht absteigen. Vor allen Dingen Bielefeld hat es natürlich noch nötiger als wir. Die hängen ganz unten drin. Was kann er eigentlich? Nicht viel, ne? Also er könnte ruhig ein bisschen mehr tackeln, aber jetzt im Moment natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir gestanden sind sonst, weil er kann es ja eigentlich. Ich denke mal, Flankenhäufigkeit können wir ein bisschen höher setzen. Das müsste der normal so drauf haben. Vorstöße 60%. Eher offensiv. Den lassen wir ruhig mal dribbeln. Ich meine, der ist ja eigentlich hier vorne auch angesiedelt, also kann er ja auch spielen. Also kann er von mir aus gerne mal machen. Ich hoffe nicht, dass es dann mit einer Leichtsinnigkeit einhergeht. Dass wir wegen seiner Aktion dann anfälliger werden. Wollen wir mal gucken. Bielefeld, Glanzparade, endlich nochmal. Beweist Zimmermann, dass er es kann. 16. Minute. Testroth legt am Strafraum ran. Wieder für Zakuani auf. Also die beiden, die machen hier wirklich das Spiel für Bielefeld. Der zieht sofort ab, aber Zimmermann ist im linkeren unten am unteren Eck. Testroth macht hier jetzt eine Schwalbe. Bielefeld versucht es quasi also mit allen Mitteln. Wenigstens ist der Schiedsrichter da konsequent und gibt ihm da die Karte. 20 Minuten vorbei. Marc Schnier jetzt wegen Haltens. Mensch, was ist denn los? Ich habe es ja nicht erwartet, dass sie sich jetzt hier an den Händen halten und hier ja, ein fröhliches Tänzchen veranstalten. Aber dass die so schon gleich zu Beginn. Die haben jetzt schon 4 gelbe Karten gesehen nach noch nicht mal 25 Minuten. Also sogar mal die erste Hälfte der ersten Halbzeit, also quasi ein Viertel des Gesamtspiels erstmal vorbei. Papadopoulos ist ein bisschen langsam heute, er lässt sich da schon wieder den Ball annehmen, jetzt, abnehmen. Jetzt Bielefeld, Chiwoo Kim
Ganz starker linker Mittelfeldspieler mit einer Stärke von 70, habe ich vorhin nachgeguckt. Setzt sich gegen Beisel durch und spielt dann auf Leonardo Damm. Aber Zimmermann klärt. Wieder eine Chance für Bielefeld. Wir müssen jetzt hier wirklich aufpassen. Wir müssen jetzt hier wirklich aufpassen. Abstöße mache ich mal lang. Konterspiel ist klar. Wir gehen den Einsatz nach oben. Warum auch nicht? Nochmal Konzentration. Jetzt kommen wir nochmal nach vorne nach längerer Zeit. Wäre natürlich klasse, wann ich denke noch drüber nach. Und dann machen wir das 2:0. Konstantinos Daffilidis. Ihr erinnert, ich habe es vorhin ja umgestellt. Ihr erinnert euch. Jetzt geht es hier so richtig los. Hier geht die Post ab. Elton da Costa gewinnt den Ball. Spielt weiter auf Papadopoulos. Der über rechts nach innen zieht und dann quer auf den mitgelaufenen Daffilidis passt. Der problemlos vollstreckt. Da ist er vorne. Und da macht er das Ding. Ja, das ist wirklich die Reaktion, die ich mir gewünscht habe von meiner Mannschaft. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht vor der Halbzeit hier noch den Anschlusstreffer kassieren, weil dann wird es nochmal richtig hart. Jetzt sowieso, aber dann wird es erst richtig nochmal richtig hart, um es mal doppelt, dreifach zu mockeln. Testroth und Latza verbeißen sich in den Zweikampf. Ist aber längst abgepfiffen. Schwierige Entscheidung in Bielefeld. Leonardo Damm nimmt den Ball irgendwie an, lässt ihn abprallen, trifft für Bielefeld. Jetzt bin ich gespannt, was die machen. Kurz vor der Halbzeit, geben sie das Tor oder geben sie es nicht? Frag den Übeltäter selbst. Ich denke mal, der lügt, oder? Der lügt. Die dumme Sau lügt. Ich kann es leider nicht wegpiepsen, aber da kannst du doch einen drauf lassen, dass der den mit der Hand gespielt hat. Das ist natürlich jetzt logisch. Tabellen 18. Erzielt ein Tor und ist klar, dass der da nicht ja, zum Friedensnobelpreisträger mutiert und jetzt hier das Ding zugibt. Das ist natürlich jetzt ganz, ganz bitter, was ich vorhin noch gesagt habe. Wir haben eigentlich komfortabel diese 2:0-Führung gehabt und dann kommt Bielefeld und erzielt quasi ein Tor und dazu Mithilfe von der Hand. Ich nehme mal stark an, dass es so war. Wenn sich die so wirklich so arg beschwert haben, meine Mannschaft. Ich sage einfach mal, verlieren werden wir das nicht mehr. Das muss jetzt einfach mal eine Ansage sein. Hier vorne hinten können wir mal alles loben, was hier nicht bei 4 auf den Bäumen ist. Natürlich auch Papadopoulos, damit das Selbstvertrauen hier mal hochgeht. Massagen sieht eigentlich sehr gut aus. Also wir können das Pressing noch ein bisschen erhöhen und wir können auch ruhig den Einsatz so hoch lassen. Überhaupt kein Problem, finde ich. Pressing, Abwehrreihe. Gehen wir auf 60%, würde ich sagen. Wir gehen auch nicht mehr, wir gehen ruhig. Also wir wollen uns da nicht einigeln. So, Sturmtank. Ich denke mal, ich stelle da mal Papadopoulos ein. Über ihn läuft ja vorne, haben wir es ja gesehen, über ihn läuft ja sowieso alles. Ich muss mal schauen hier. Da ist eine Gefahrenposition und hier auch. Aber Staffelidis, da wäre ich blöd, wenn ich den auswechsel. Der hat eine 68 und hat sowieso eine super Note. Da müssen wir einfach drauf hoffen, dass der eben nicht so doof ist und sich da zu irgendwelchen Mätzchen hinreisen lässt und vom Platz fliegt. Papadopoulos setzt schön nach gegen Salga und holt immer einen Einwurf raus. Konzentration, meine Lieben. Ein eher verhaltener Auftakt. Also mir ist es recht, wir müssen nichts mehr machen. Momentan hätten wir die 3 Punkte sicher. Momentan. Ich wechsle mal Marc Schnier aus für Ratei. Das ist mir einfach sicherer jetzt. Das ist jetzt ja nur 25 Minuten, sind jetzt noch zu spielen. Und was hat er denn? Grätsch, Zweikampf. Das ist nicht so arg, dass wir ihn jetzt da permanent grätschen lassen könnten. Aber ich denke mal, ein bisschen was darf er ja. Er ist ja noch logischerweise unvorbelastet, wenn er reinkommt. Johannes Rahn kommt jetzt ins Spiel für Chibu Kim. Den habe ich Mann decken lassen. Ich denke mal, der konnte seine Gefahr nicht so wirklich zeigen. Mit einer Stärke von 70 ist der schon arg stark, würde ich sagen. Das reimt sich. So. Ja, Doppelwechsel. Marcel Appi ja noch für Stefan Salga. Hinten dicht. Jetzt wollen wir auch nochmal wechseln. Ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt auch den guten Staffelidis raus. Dafür kommt Stegmeier. Obwohl Stegmeier im Moment ja wirklich, wie gesagt, ein rotes Tuch für mich ist. Nach dieser absolut desaströsen, kapitalen Bankrotterklärung gegen Düsseldorf, die er da abgeliefert hat. Also, der hat einiges wieder gut zu machen. Wir können auch Adam Straight noch einwechseln für Beisel, der jetzt mit der Frische ein bisschen nach unten geht. Straight, der ist im Moment echt schlecht in Form. Also, es muss sich noch aufbauen wieder. Es kam so in der Woche eine Meldung, dass er sehr gut zurechtkommt noch und zusätzlich einen Stärkepunkt gewinnt, was ja super ist. Aber die Form war halt einfach nichts. Und deshalb nützt es nichts, wenn ich den ja von Anfang an reinsetze. Gottes Willen, Bielefeld. Glanzparade. Oh Mann, 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 Mann. Wir haben Jan Zimmermann da hinten und heute dankt er uns es wieder. Sakuani schon wieder mit Testrot im Doppelpack hier. Trifft den Ball nicht richtig.
Ball kommt zu Testroth, scheitert mit einem Flachstoß aus einem Meter am glänzend reagierenden Jan Zimmermann. Konzentration, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Wir gehen jetzt mal auf Zeitspiel. Ja, und ich hoffe, dass es jetzt noch klappt. Also nicht wie vorhin vor der Halbzeit, dass wir dann auch so ein blödes Gegentor wieder kassieren. Und das wäre nämlich dann der Ausgleich. Das wäre sehr bitter. Eine Minute Nachspielzeit, kommt schon. Jawohl, da pfeift er ab. Es ist nichts mehr passiert in der zweiten Halbzeit. Es macht aber überhaupt nichts. Wir haben es geschafft. Wir haben das ganz, ganz wichtige Spiel gewonnen gegen Bielefeld mit 2:1. Es war doch ein bisschen mühsamer, als es am Anfang noch aussah. Nach dem 2:0, wo wir eigentlich alles im Griff hatten. Jan Zimmermann hat uns gerettet. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf den Nachbericht. Gucken wir uns mal die Tabelle an und alles klar. In Ordnung. 15. Spieltag, 2. Bundesliga. Wir haben damit noch nicht die Hälfte geschafft der Liga, aber annähernd. Das sah heute wieder besser aus. War natürlich auch ein schwächerer Gegner, logisch. Aber auswärts musst du trotzdem erstmal da gewinnen. Das haben wir getan. Ich habe gesagt, ein Remis schaffen wir mindestens. Haben wir geschafft. Und Teamansprachen super erfüllt. Bester Mann bei uns, Jan Zimmermann. Ja, er hat noch nicht verlängert. Ich habe es nochmal versucht mit ihm, eine Verlängerung anzustreben. Wäre schon schade, wenn der wirklich gehen würde. Weil Ortega mit seiner Stärke, ich glaube 58, was hat er? 57, also er kann uns noch nicht helfen. Das wäre ganz wichtig, dass er bleibt. Papadopoulos wieder mit einer Vorlage und mit einem Tor. Genauso Staphylidis wie beiden Griechen. Also Gyros-Wochen in Darmstadt im Moment. Und ja, dann können wir mal schauen, Statistiken. Bielefeld hat das Ding eigentlich ganz klar dominiert, aber der Ballbesitz ist nicht umgemünzt worden, wirklich in absolute hochkarätige Möglichkeiten, die auch dann verwandelt wurden. Zimmermann hat den Rest dann noch vereitelt und da kam es halt dann, dass wir am Ende gewonnen haben. Leonardo Damm, der alte Handballer, hat letztendlich noch ein bisschen Hoffnung keimen lassen für Bielefeld, aber es war nicht mehr genug. Ich denke mal, so darfst du auch nicht belohnt werden durch einen Punkt, durch so eine Aktion. Wir wissen es nicht, ob er Hand gespielt hat. Ich nehme es einfach nur mal an. Ne? Also wollen ja hier keinen verteufeln. Aber es wurde halt wirklich sehr, sehr, sehr arg reklamiert von den Spielern. Und da nehme ich dann doch mal stark an, dass wirklich auch was dran ist. So, ja, Platz 9. Endlich nochmal ein Sieg. 4 Niederlagen in Folge, endlich nochmal gewonnen. 20 Punkte haben wir jetzt, also quasi die Hälfte von dem, den wir brauchen werden, um nicht abzusteigen. Super ist, dass unten wieder alles verliert. Kein Sieg unter uns geschehen. Nur verloren bzw. unentschieden gespielt. Also es läuft im Moment alles sehr, sehr, sehr gut für uns. Ja, das ist gegen Heidenheim, das hätte man nicht verlieren müssen. Die sind eigentlich nicht viel stärker als Bielefeld und da haben wir uns in die Nesseln gehockt. Bin mal gespannt, jetzt haben wir Spieltag 16, 17. Ich denke mal, was ist da? Das ist, glaube ich, noch vor der, ja, muss da vor der Winterpause noch sein, klar. In Bochum. Bochum ist im Moment 14. Und dann am 17. Spieltag gegen Union Berlin, also quasi DFB-Pokal Neuauflage, diesmal aber in Darmstadt. Union ist 2. Also die sind ganz, ganz dicke im Aufstiegsrennen. Das sind nochmal wirklich ganz, ganz fiese 2 nächste Spieltage. In der nächsten Folge für euch dann. Gucken wir erstmal in die Stimmen vom jetzigen Spieltag. Uns fehlt noch einiges. Wir müssen und können uns noch steigern. Wir waren aber vor allem in der ersten halben Stunde wesentlich besser als Bielefeld. Absolut auf den Punkt gebracht. Danach wurde es nochmal knapp, aber die Mannschaft hat sich da wirklich nichts mehr nehmen lassen. Gott sei Dank. Haben die 3 Punkte mitgenommen nach Darmstadt. Ganz wichtig. Spieltagsstatistik. Da haben wir Jan Zimmermann. Schon zum 5. Mal ist der hier in der 11. des Tages. Also der führt das Ding doch wahrscheinlich ohne... Ne, führt er nicht, weil Chiwoo Kim 7 Mal schon nominiert wurde. Das ist natürlich sackstark. Die Teamleistung. Das ist heute schon besser gewesen. Im ersten Drittel sind wir hier 3,32 in der Durchschnittsnote. Beste Spieler. Zimmermann hat sich wieder ein bisschen nach unten korrigiert jetzt mit seiner guten Note heute. Papadopoulos auf Platz 2. Und Lennarty sitzt in deinem Nacken. Hat heute auch wieder ein Tor gemacht. So, abschließend für diese Folge gucken wir noch ins Fairplay und die Verletzung rein, beziehungsweise Sperren. Platz 10 nach der kleinen Kartenorgie heute. Ja, Verletzungen haben wir Gott sei Dank nix. Sperren haben wir auch nix. Auch kein Verein, gegen den wir spielen würden in nächster Zeit, ist da betroffen. Ja, dann war's das erstmal wieder für diese Let's Co-op-Folge. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon sehr bald wieder. Macht's gut, Leute.